weiter. Mit dem zweiten Kapitel, das den Titel Strukturanpassung trägt, Structural Adjustments, und im Grunde genommen weiter an den Fragen dranbleibt, der Konsequenzen dieser parallelen Entwicklung von einer Gegenkulturalisierung von Widerstand und oppositioneller Politik auf der einen Seite und einer Hybernetisierung von Politik auf der anderen Seite im Kontext unseres Whole Earth, Blue Planet Komplexes. Ich stelle Ihnen die Panelistin vor, ganz rechts von uns aus gesehen, von Ihnen aus gesehen ganz links, Tom Bohlert, Kunsthistoriker, Publizist, Kulturwissenschaftler, der auch in letzter Zeit sich viel mit Fragen von Didaktik, Pädagogik, Erziehung und in Alternativen und Mainstream-Institutionen beschäftigt, gerade im Zusammenhang mit künstlerischen Erziehungspraktiken, Utopien. Dann wird Katja Diefenbach sprechen, die links neben ihr sitzt, Mitglied des Verlags- und Buchhandelskollektivs B-Books hier in Berlin, ja, wohl viele kennen, die in Hamburg, glaube ich, lehrt, an der HBK. Und ganz links Mercedes Bunz, die in Lüneburg, wie heißt die noch immer, Leuphana, genau, Universität lehrt und vor kurzem, wie heißt das nochmal genau? Die Stille Revolution, genau, über die digitale Welt geschrieben hat. Und in dieser Reihenfolge jeweils, also von dort nach dort, ungefähr 15 Minuten präsentieren werden und danach diskutieren wir dann. Dann bitte ich jetzt Tom anzufangen. Könnte die Präsentation aufgerufen werden? Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Gelegenheit, hier im Rahmen so eines längerfristigen Projekts, das ich tatsächlich mit den Schnittstellen, mit den Verbindungen zwischen künstlerischer Produktion, Wissensproduktion und Pädagogik befasst, vor allem in den 60er und 70er Jahren, also vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, hier eine kleine Tiefenbohrung vornehmen zu können, wobei das Moment der Kunst, der Ästhetik aber etwas zurücktritt. Ich werde relativ dicht am Material der Ausstellung und vor allem am Whole Earth-Katalog selbst entlang versuchen, diesen Bereich der Bildungs- und Erziehungskonzepte etwas schärfer zu stellen. Mitte der 1970er Jahre verwies der Philosoph Jean-François Lyotard auf einen drastischen Ansehensverlust von Arbeit unter französischen Jugendlichen. Man erblickt in ihr, in der Arbeit, schreibt Lyotard, weder einen moralischen Wert, es ist gut zu arbeiten, noch ein individuelles Ideal, in der Arbeit kann ich mich verwirklichen. Arbeit hatte, so Lyotard, entscheidend an Motivationskraft eingebüßt, sowohl im Hinblick auf das Funktionieren der Individuen in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen, als auch im Sinne einer sozialistischen Kritik an den industriellen Arbeitsbedingungen. Mag es dem Kapitalismus auch gleichgültig sein, ob der Arbeit ein Wert zugeschrieben wird, weil es für ihn allein entscheidend ist, dass es sie gibt, so waren die Veränderungen im Dispositiv der Triebbesetzung der Arbeitsprodukte, des Werkzeugs und der Arbeitsweise, so Lyotard, die sich im angeblichen Wertverfall der Arbeit ausdrücken, von großer Bedeutung. Denn im Rücken eines traditionellen Begriffs von Arbeit veränderte sich folgenreich die, so Lyotard, Verteilung der Affekte auf die Tätigkeiten. Statt von der Umverteilung der Affekte im Hinblick auf die Tätigkeiten könnte man freilich auch von der Auflösung der Grenze zwischen dem System der Lohnarbeit und seinem Außen, der Arbeit der sozialen Reproduktion sprechen, wie sie sich im Zuge postfordistischer Strukturanpassung vollzogen hat. Immaterielle und affektive Arbeit als dominante, wenn auch nicht ausschließliche Modi der Arbeit im gegenwärtigen Akkumulationsregime flexibilisierter
und globalisierter Produktion sind auf oft widersprüchliche Weise transversal. Sie durchqueren die getrennten Sphären von Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit, Arbeit und Spiel, Büro und Zuhause, Öffentlichkeit und Privatheit, Institutionen und Individuum und lassen die hier wirkenden Binaritäten von Raum und Gender scheinbar verschwinden. Diese Strukturanpassung mit ihren vorübergehend befreienden, aber weitgehend unterwerfenden Auswirkungen, die es heute zu tun haben, hätten nur nicht so erfolgreich umgesetzt werden können, wenn nicht die von Lyotard bemerkte Verteilung oder Umverteilung der Effekte auf die Tätigkeiten kulturell und ästhetisch vermittelt worden wäre. Ich will im Folgenden einen der Faktoren herausgreifen, dem wir den fragwürdigen Erfolg der besagten Debinarisierung zu verdanken haben, namentlich das Phänomen einer kritischen Revision von Bildungs- und Erziehungsvorstellungen im Kontext alternativer Bildungsentwürfe der US-amerikanischen Gegenkulturen der späten 60er und 70er Jahre. Auf die Frage, wie sich die erstaunliche Karriere des Whole Earth Catalog mitsamt den flankierenden und nachfolgenden Projekten von Stuart Brand erklären lässt, kommen ja eine ganze Reihe von Antworten in Betracht. Die Ausstellung von Anselm und Dietrich arbeitet viele von ihnen heraus. Vom raffinierten Branding unter Zuhilfenahme der Apollo-Aufnahmen des Blue Marble über die mehrfache Einbettung in die Westküsten-Gegenkulturen bis zur zukunftsweisenden Verknüpfung ökologischer und kybernetischer Diskurse. Eine Dimension bleibt jedoch implizit. Sie wird eher durch die Konzeption und das Display der Ausstellung als durch eine gesonderte Thematisierung kommuniziert. Ich meine die Dimension der spezifischen Pädagogik des alternativen Erziehungs- oder Bildungsprojekts, das dem Whole Earth-Katalog zugrunde lag und das sich, wenn ich es richtig sehe, auch in der didaktischen Anlage der Ausstellung widerspiegelt, in der um die digressive, umherschweifende und ansatzweise nonlineare Vermittlung eines komplexen Arguments bemühten Rahmung und, oder Entrahmung und Präsentation des Materials. Das besagte Bildungsprojekt, so viel sei vorausgeschickt, ist in einem eigenen Paradox verfangen, da die angestrebte Befreiung, der Ausstieg aus der verwalteten technokratischen Welt ja auch eine Befreiung von der Notwendigkeit der Erziehung bedeuten könnte oder sogar müsste. Stattdessen wird diese Befreiung von einer Subjektivierung qua Verschulung ihrerseits aufwendig pädagogisiert. Die Befreiung zu einem veränderten Bewusstsein und zu einem holistischen Erleben des Selbst oder des Anderen und des Kollektivs, die Entdeckung von Emotionen und Affekten als Materialien der Persönlichkeit und der Konstruktion von Persönlichkeit muss gelernt und gelehrt werden mit Hilfe eines komplexen Apparats an pädagogischen Tools. Stuart Brand hat nie einen Zweifel daran gelassen, wie wichtig Erziehung, Education, für sein Unternehmen war und ist. Bereits das legendäre, in Funktion und Zweck zweigeteilte Motto, das auf die Innenseite des Umschlags einer jeden Ausgabe des Whole Earth Catalog gedruckt wurde, räumte dem Aspekt der Bildung, der Education, zentrale Bedeutung ein. Der Katalog sollte als eine kommentierte, mit Wertungen und Empfehlungen versehene Aufstellung nützlicher, auf dem Postweg bestellbarer, preisgünstiger, aber auch ungewöhnlicher, noch nicht zum Allgemeinwissen, not already common knowledge, gehörenden Waren dienen. Waren, die als Werkzeuge, als Tools Verwendung finden können und zudem, das interessiert mich hier besonders, Zitat, relevant für unabhängige Erziehung sind. Die einer holistischen Weltanschauung verpflichtete Auswahl von per Mail-Order bestellbaren und zuhandenen Dingen, prälaturischen Werkzeugen, war gestaltet wie ein Hybrid aus gängigen kommerziellen Warenhauskatalogen wie dem berühmten Sears-Katalog und mimografierten Do-it-yourself-Underground-Publikationen. Geschäftssinn und subversive Aufklärungsarbeit verbanden sich, um einen eigens definierten Zweck, Purpose, zu verwirklichen, den Ausstieg aus der kapitalistisch-technokratischen Gesellschaftsform. Politik, Ökonomie und Bildungswesen hätten den Menschen seiner Gottebenbildlichkeit entfremdet, wobei unklar bleibt, an welchen Gott oder welche Gottheit Brand hier gedacht haben mag. Jetzt geht es darum, der Verantwortung des Menschseins und seiner Göttlichkeit gerecht zu werden. Das Whole Earth Catalog Unternehmen gab sich selbst mit einigem Pathos den Auftrag, eine dissidente, kapitalismuskritische, auf dem Weg zu einem neuen planetaren Verständnis befindliche Bewegung zu fördern. Das Projekt dieser sozialen und kulturellen Bewegung war eine postpolitische Politik der Subjektivität, eine neue Lebensform, der Bereich einer intimen persönlichen Macht, a realm of intimate personal power jeder und jedes Einzelnen. Diese Macht, die auf Autonomie und Selbstbestimmung drängte,
wurde von Brand als Macht des Individuums begriffen, seine eigene Erziehung zu betreiben, also sein, wie mit einem mitgedachten Sick, seine eigene Erziehung zu betreiben, eigene Inspiration zu finden, die eigene Umwelt zu gestalten und dieses Abenteuer mit jeder, mit jedem Interessierten zu teilen. Sie stand im Einklang mit reformerischen Theorien einer Bildungskritik, die sich in Büchern wie Buckminster Fuller's Education Automation von 1962, Paul Goodmans Compulsory Miseducation von 1963 oder Ivan Illich's Deschooling Society von 1970 äußerte, die alle im Whole Earth-Katalog angeboten wurden. Viele dieser Autoren bewegten sich wiederum im Zusammenhang der Free School-Bewegung in den USA, die seit etwa 1967, wenn auch nur für einige Jahre, paradigmatisch für eine vermeintliche Revolution der Bildung war. Impulse der Reformbewegung der ersten Jahrhunderthälfte aufgreifend, wurden hier, ausgelöst durch die Diskussion über das bestehende Bildungssystem und die Verschulung der Gesellschaft, wie sie in der Bürgerrechtsbewegung und in der Gegenkultur, vor allem unter Angehörigen der weißen Mittelschicht geführt wurden, Konzepte einer radikalen, alternativen, antiautoritären, selbstbestimmten Pädagogik entwickelt. In der Rubrik Learning, die vor allem Lehrmaterialien für die von den öffentlichen Schulen unabhängige Erziehung von Kindern und Jugendlichen enthielt, waren im Whole Earth-Katalog jeweils einige Seiten für Literatur- und Kontaktadressen zur Free School-Bewegung reserviert. Als Erweiterung und Auslagerung der Learning-Sektion des Whole Earth-Katalog wurden zwischen 1970 und 1972 zudem The Big Rock Candy Mountain veröffentlicht, ein Katalog, der Stuart Brands Modell folgend als Ressource für Lehrmaterialien und Informationen diente, die für eine alternative Erziehung als nützlich angesehen wurden. Wie im Whole Earth-Katalog wurde das Material in Big Rock Candy Mountain ausführlich besprochen bewertet. Kategorien wie Process Learning, Educational Environments, Classroom Materials, Home Learning, Self-Discovery und Education and Consciousness sollten zur Orientierung in diesem emergenten Feld pädagogischer Theorie und Praxis beitragen. Dabei wurde Erziehung, Education in einem sehr weiten, in einem sehr entgrenzten Sinne aufgefasst und definiert für verschiedene Altersgruppen und entlang unterschiedlichster pädagogischer Ansätze. Und neben traditionellen Lehrinhalten wie Lesen oder Arithmetik deckte The Big Rock Candy Mountain Themen wie Health Food, Sexualität, Tod, Weltreligionen oder körperliche Fitness ab. Die Betonung von Bildungs- und Erziehungsthemen im erweiterten Kontext des Whole Earth Catalog kann unter anderem auf die Mission des Portola Institute in Menlo Park, dem Städtchen in der Bay Area, wo sich das Zentrum des Headquarters befand, zurückgeführt werden. Die von Richard Raymond 1966 gegründete gemeinnützige Bildungsstiftung, der sich Stuart Brand etwa ein Jahr später anschloss, half bei der Entwicklung anderer Organisationen und entwickelte Aufträge für innovative und ungewöhnliche Bildungsprojekte, von denen viele vor allem zu Beginn wenig erfolgreich waren. So müsste 1967 eine von Brand konzipierte, offenbar kostspielige gegenkulturelle Bildungsmesse abgesagt werden, ebenso wie das Projekt EIEIO, Electronic Interconnect Educated Intellect Operation, an dem Brand noch arbeitete, als er Raymond 1968 die Idee für den Whole Earth-Katalog unterbreitete. Den Anfang des Whole Earth-Projekts hatte eine mobile Leihbücherei gemacht, der Whole Earth Truck Store, untergebracht in einem roten 1963er Dodge-Lastwagen, mit dem Brand und seine Frau Lois durch die USA fuhren, bis der Truck zu einem Ladengeschäft in Menlo Park wurde, von da an die Operationsbasis des Whole Earth Catalog. Für Brand ging es schon früh darum, vor allem die damals noch analogen Datenträger, Bücher und Zeitschriften mit Anleitungen zum eigenständigen Erwerb von Wissen und Kenntnissen verfügbar zu machen. Wie die Enzyklopädisten des 18. Jahrhunderts in deren Nachfolge er sich durchaus sah, war Brand ein Wissensunternehmer, der Aufklärung über die Ressourcen des Doing Good als Geschäft betrieb. In seiner ersten Ausgabe wird der Catalog dann als eine Abteilung, als eine Division des Portola Institute bezeichnet, zu dessen sonstigen Aktivitäten Computerausbildung für Anfänger und Fortgeschrittene, Simulationsspiele für den Schulgebrauch und ein Ortega Park Teachers Laboratory gezählt wurden. Fred Turner, Sam Binkley, Simon Sadler und andere haben darauf aufmerksam gemacht, in welchem Maß die Gestaltung und redaktionelle Organisation des Whole Earth Catalog das Bild einer Leserinnenschaft entworfen haben, die an dem Modell einer unternehmerisch-individualistischen Seinsweise und an der Vorstellung eines großen Ganzen von Technologie, Kybernetik und Natur orientiert war und sich gezielt von der suburbanen Welt des Organization Man der US-amerikanischen Nachkriegsgesellschaft abwandte.
Das Ideal eines neuen, nach Selbstermächtigung ökologischer Vernunft, kommunitären Sozialpraktiken und progressiven Nonkonformismus strebenden Subjekts wurde im und durch den Whole Earth-Katalog auch mittels einer Pädagogik und Ästhetik der Partizipation, einer spielerisch anmutenden Verführung zum Sich-Einbringen bis zur vollständigen Immersion in die Lernsituation verfolgt. Das chaotisch wirkende Layout mit seinen unterschiedlichen Schrifttypen, oftmals vermeintlich beziehungslosen Bildmaterialien und diversen Tippfehlern, aktivierte ein schweifendes, suchendes Blicken und eine kooperative, koproduktive Lektürehaltung, die die gegenkulturelle Konsumentin aus der Passivität und Manipulierbarkeit des kapitalistischen Alltags erlösen und in das Deep Play einer durch die angebotenen Tools und durch den Katalog als Tool zu gewährleistenden holistischen Welterfahrung führen sollte. Die nonlineare und auf die Resonanz bei den Leserinnen setzende Vernetzung unterschiedlichster Kompetenzen und Expertisen, Wissensformen und Lebensweisen, die sich im Katalog über die Juxtaposition nützlicher Tools herstellte, war auch den Soziologen Maurice Stain und Larry Miller aufgefallen. Stain und Miller lehrten am California Institute of Arts in Los Angeles und arbeiteten seit 1966-67 mit Charts, pädagogischen Schautafeln, um so die diskursive Landschaft der Gegenwart im Spannungsfeld der Gegenkulturidole Herbert Marcuse einerseits und Marshall McLuhan andererseits zu visualisieren. Mit dem Titel Blueprint for Counter Education erschien 1970 eine aufwendig von Marshall Henrys gestaltete Box mit einem illustrierten Shooting-Script und drei großformatigen Postern, die auf der Grundlage von Steins und Millers didaktischen Diskursdiagrammen entstanden waren. Das pädagogische Konzept dieser von der surrealistischen Montage und McLuhans Medietheorie gleichermaßen informierten Einführung in die Welt eines gesellschaftskritisch-psychedelischen Denkens, das sich hier in mandalaartigen Mustern und Rorschach-Testdesigns grafisch artikulierte und die beiden Gegenkulturen der neuen Linken und der Kommunitäre vereinte, war geleitet von der Überzeugung, dass der Übergang von der Moderne in die Postmoderne in einer partizipativen Ästhetik und Pädagogik münden würde, in der neue Lernumgebungen eine gesteigerte Bereitschaft und Fähigkeit zur nonlinearen, immersiven, spielerischen Übung in Zeitgenossenschaft und intellektueller Überlebenskunst hervorbrächten. Marshall Henrys Posterdesigns, mit denen sich die Studierenden der Counter-Education und Käufer des Blueprint for Counter-Education in ihren Wohnungen oder anderen mehr oder weniger improvisierten Lernräumen wie mit Tapeten umgeben sollten, um diese Landkarten des Wissens nicht nur kognitiv, sondern auch somatisch zu absorbieren wie ein Film der Namen und Zitate, waren dabei unmittelbar von den Bildtextarmaturen des Whole Earth Catalog inspiriert, wie man dem Shooting Script hier einen Auszug des Projekts entnehmen kann. Als ich ebenfalls 1970 das New Yorker Magazin Esquire dem Whole Earth Catalog als Trendphänomen zuwandte, war bei den Lifestyle-Experten von der Ostküste das Erstaunen groß. Fasziniert von seiner unglaublichen Vielfalt, der verwirrenden Überfülle der Inhalte und der geheimnisvollen Launenhaftigkeit seines Formats, die enigmatic capriciousness of its format, wurde im Katalog ein mysteriöses Prinzip einer inneren Dynamik, ein unergründliches metaphysisches Gesetz vermutet, das einfach unverständlich war und auch von denjenigen, die im Zentrum der Whole-Earth-Operation standen, kaum definiert werden könne. Dass die Wissensarchitektur des Catalog vielen wie ein Labyrinth, wie eine undurchdringliche techno-epistemische Landschaft vorkam, wie eine beunruhigend wimmelnde naturische Versammlung von Dingen, machte aber auch ihren Reiz, den Shock of the New, wie Simon Sattler schreibt, aus. Sich in die Welt bzw. das System des Whole Earth Catalog zu begeben, war ein epistemologisches und existenzielles Abenteuer, eine Expedition in die Gebiete einer neuen Mündigkeit, bei gleichzeitiger Aufnahme in einen subkulturellen Zusammenhang der Praxis des Gärtners und Hüttenbaus, des Lernens und Lehrens. Die Vorstellung qua aktivem oder, um es mit einem anderen Begriff aus dem Lexikon der Cultural Studies zu sagen, heroischem Konsum im Interesse einer tieferen, und das heißt einer natürlichen, planetarischen, kosmischen Ordnung zu handeln, aber war tatsächlich ein entscheidender Faktor für die Faszinationskraft dieser oberflächlich willkürlich oder doch zumindest eklektisch wirkenden Ansammlung von Gartenbaugeräten und Einführungen in fernöstliche Denkschulen, in der sich pastorale Romantik mit futuristischer technologischer Expertise verband. Der Whole Earth-Katalog war eine Feedback-, Partizipation- und Bekenntnis einfordernde Plattform für Erweckungserlebnisse, Ganzheitserfahrungen und Erkenntnissprünge, und als Subjekt der gesellschaftlichen, kulturellen und psychischen Veränderung wurde die aktive Verbraucherin, der aktive Verbraucher ausgemacht, denen qua Konsum ökologische und gesellschaftliche Verantwortung zuwachse. The consumer has more power for good or ill than the voter,
heißt es im Last Forward Earth-Katalog von 1971. Das klingt uns ja vertraut in den Ohren. So wird von Konsumentinnen und Konsumenten eine postpolitische Ethik und der Wille zur Selbstoptimierung verlangt und damit das persönliche Wachstum, die Erneuerung der Macht des Individuums auch gelingt, sind gouvernementale Techniken der Selbstführung und Kontrolle gefordert, deren erfolgreiche Anwendung wiederum den Rat und die Betreuung von Expertinnen für diese traditionskritische Lebensweise notwendig machen. Wie Sam Binkley andeutet, liegt in dieser Spannung zwischen dem Projekt individueller, radikal autonomer Selbstverwirklichung und der auch ökonomisch bzw. unternehmerisch interessanten Erfordernis eines nicht-traditionellen Expertentums, das diesen Prozess begleitet und moderiert, der raison d'être des experimentell-pädagogischen, bisweilen sektenhafte Züge annehmenden Projekts des Whole-Earth-Unternehmens. Dass der Whole-Earth-Katalog dabei trotz seines am Ende beträchtlichen Umfangs große Lücken aufwies, blinde Flecken, zeigen die verschiedenen vom Brand nicht autorisierten, aber durchaus geduldeten Offsprings wie The New Woman's Survival Catalog von 1973, der auf 212 Seiten umfassend über feministische Bildungsinitiativen und Studienprogramme, selbstorganisierte Antivergewaltigungskurse oder über Frauenbuchhandlungen und feministische Infoläden informiert. Das Prinzip eines Mediums, mit dessen Hilfe sich Frau mit anderen Frauen vernetzen konnte, das feministisches Wissen und den Zugang zu den Infrastrukturen der Selbstorganisation einer feministischen Pädagogik zu feministischer Berufsberatung und Ausbildung eröffnete, war dabei ebenso wie der originale Whole Earth-Katalog Teil einer umfassenden, gegenkulturell geformten Bildungsbewegung, die von bestimmten Maßgaben geprägt war. Neil Postman, der Kritische der Free-School-Bewegung gegenüber aufgeschlossenen Medien und Erziehungswissenschaftler, der Mitte der 80er Jahre mit seinem Bestseller »Wir amüsieren uns zu Tode« international bekannt wurde, veröffentlichte 1971 in einer Ausgabe von The Realist, einer Zeitschrift, die dem Whole-Earth-Projekt nahestand, einen Artikel zur alternativen Erziehung in den 70er Jahren. Postman fasste darin einige seiner gemeinsam mit Charles Weingartner entwickelten und in Büchern wie Teaching as a Subversive Activity oder The School Book publizierten Thesen zu einer Bildungsreform zusammen. Dabei liegen die Übereinstimmung mit dem impliziten pädagogischen Programm des Whole Earth Katalog offen zutage. Postman fordert die Deprofessionalisierung der Erziehung, das Abrücken von Zensuren und Schülerakten, die Neudefinition dessen, was Grundkenntnisse, Basic Skills bedeutet, zugunsten der Ausbildung von Kommunikationsfähigkeiten und der Einweisung in die Arbeit mit technischen Medien wie Fotografie, Film, Video und so weiter. Die Neudefinition dessen, was es überhaupt heißt, zu lehren. Neue Fächer und Gegenstände der Lehre wie Ökologie, Film, ethnische Beziehungen, Stadtentwicklung und so weiter. Die Anerkennung der neuen Rolle von Eltern oder der Eltern als Entscheidungsträger im Bildungsprozess und besonders wichtig, die Legitimierung von Gefühlen, wie sie in den experimentellen Schulen bereits vollzogen sei, um das Gefühlsleben der Schülerin als ein, wie er schreibt, rechtmäßiges Feld der Forschung sowohl für die Schülerin wie für die Lehrerin zu erschließen. Zur gleichen Zeit wie Postman diagnostizierte der Futurologe Alvin Toffler in seinem Bestseller Future Shock von 1970, wie das bestehende Bildungssystem daran scheitere, die Herausforderungen einer sich grundlegend wandelnden von Technologie und Informationsverarbeitung beschleunigten kulturellen und ökonomischen Realität anzunehmen. Toffler mahnte, Bildung müsse vor allem gewährleisten, die Cope-Ability des Individuums zu verstärken, sein Vermögen, die soziotechnischen Veränderungen der Gegenwart und nahen Zukunft zu bewältigen. Der Weg zur Cope-Ability führt über die Spekulation und Antizipation der Zukunft. Gelernt und gelehrt werden müssen die Methoden und Techniken, wiederholte, probabilistische, zunehmend langfristige Annahmen über die Zukunft anzustellen, um das eigene Selbst so flexibel und anpassungsfähig wie möglich zu machen und für die wachsenden Veränderungsraten der technischen Umwelt stets vorbereitet zu sein. Mit Gilles Deleuze gesagt, fordert Toffler das Eingeständnis, dass man vom scheinbaren Freispruch der Disziplinargesellschaften zwischen zwei Einsperrungen zum unbegrenzten Aufschub der Kontrollgesellschaften in kontinuierlicher Variation übergegangen sei. Toffler beobachtete bei den aufgeklärten Eliten, zu denen auch die Whole-Earth-Katalogleserinnen gehören, neue Formen des selbstorganisierten Lernens und Lehrens, die auf die Flexibilisierung des Selbst als pädagogisch beeinflussbare, evolutionäre Anpassungsleistung ausgerichtet sind. Schüler, die von ihren Eltern zu Hause unterrichtet werden oder nur einen Teil des Unterrichts in der Schule absolvieren, begünstigt durch Computertechnologie und flexibilisierte Institutionen, die es den Kindern und Jugendlichen ermöglichen, während der Schule Praktika in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zu machen und so weiter, womit das Curriculum zunehmend entgrenzt und deinstitutionalisiert wird.
Toffler machte auch auf eine neuartige, dem Zukunftsschock begegnete Kommunikationskultur der jüngeren Generation aufmerksam. Intensive, aber zugleich äußerst flüchtige zwischenmenschliche Beziehungen interpretierte als Reaktion auf die technologisch induzierte allgemeine Beschleunigung des Lebens. Kurzfristigere und kurzlebigere Freundschaften sind Toffler Indikatoren für eine postfamiliale und posttraditionale Lebensform, in der der Druck der permanenten Selbstveränderung und Optimierung auch ein neues Zeitregime bedingt. So habe sich Sex als Methode zum raschen Kennenlernen des oder der anderen etabliert, als Shortcut to deeper human understanding. Der gleiche Wunsch, Freundschaften zu beschleunigen, erkläre ihre Faszination für psychologische Techniken wie Sensitivitätstraining, Encountergruppen, Mikrolaboratorien, sogenannte Touchy-Feely oder nonverbale Spiele, sowie das ganze Phänomen der Gruppendynamik. Ihre Begeisterung für das Leben in Kommunen, so Toffler, drücke ebenfalls ein tiefer liegendes Gefühl der Einsamkeit und der Unfähigkeit, sich zu öffnen aus. Alle diese Aktivitäten würden die Teilnehmerinnen in intime psychologische Kontakte ohne lange Vorbereitung, oft ohne vorherige Bekanntschaft betreiben. Und während diese Beziehungen zumeist von kurzer Dauer sind, sei der Zweck des Spiels, the purpose of the game, die Intensivierung affektiver Beziehungen, trotz oder gerade wegen der zeitlichen Begrenztheit der Situation. Um zum Schluss zu kommen, möchte ich auf ein spezielles Projekt eingehen. Die Legitimität der Gefühle war auch für das Whole Earth-Projekt von absoluter Priorität. Im Aufklärungsevent wie Life Raft von 1969, einem mehrtägigen sozialen Experiment mit Happening- und Spielcharakter, ging es darum, Themen wie globale Hungersnöte und Bevölkerungspolitik nicht nur rational zu verstehen, sondern die vernunftmäßige Erkenntnis durch weitergehende, ganzheitliche Reformen der Einsicht zu überwinden. Vielleicht manifestierte sich in diesen kollektiven, postdramatischen Lernerfahrungen, die vorsorglich in einem medialisierten Raum stattfanden, die edukative Mission des Whole Earth-Netzwerks am deutlichsten. Life Raft folgte einer der vielen Eingebungen von Stuart Brand, diesmal ausgelöst durch die Lektüre von Paul Ehrlichs The Population Bomb. Der aufrüttelnde apokalyptische Bestseller zum Bevölkerungswachstum, geschrieben von einem Biologen und Populationsforscher, bei dem Brand studiert hatte, ließ die Idee eines Starve-In, eines Hungerspiels, Gestalt annehmen. Über 100 Leute aus dem Whole Earth-Umfeld trafen sich auf dem Parkplatz eines Motels im nordkalifornischen Hayward, wo sie innerhalb eines stilisierten Rettungsflosses, einer aufblasbaren Polyethylen-Architektur, zur Verfügung gestellt von der Umwelt- und medienaktivistischen Architekten- und Künstlergruppe Ant Farm, einige Tage unter freiem Himmel zubrachten mit offenen Mikrofonen, einer Soundanlage, chemischen Toiletten, Filmprojektionen und vielen lokalen Soundgästen und einigen Medienvertretern. Die tribalistische Aktion wurde filmisch dokumentiert von dem Fotografen und Filmemacher Robert Frank, der Film ist ja auch in der Ausstellung zu sehen, den Brand eingeladen hatte, mitzuhungern und dabei die Kamera laufen zu lassen. Frank stieg jedoch nach einigen Tagen entkräftet aus und allerdings wenig später, als die Hungernden in ein Haus in den Bergen umgezogen waren, der Gruppe wieder anzuschließen. Da durfte man auch wieder essen, zumindest die sich aus dem Spiel herausgezogen haben. Der Schriftsteller Richard Brautigan verfasste einen ausführlichen Bericht über Life Raft. Die Frage für ihn war, wie viele von uns arroganten Weltveränderern wussten, was Hunger ist. Konnten wir es gleichzeitig lernen und lehren? Von zentraler Bedeutung für Brautigan war die Trope des Game Change. Das Spiel werde geändert, indem man es verlasse und woanders hingehe, um dort ein neues Spiel zu beginnen. Für viele Zuschauer, aber auch viele Teilnehmer, sei die Beziehung zwischen dem Spiel des Hungerns und dabei als transitorische Kommune miteinander auszukommen und der Botschaft schwer herzustellen gewesen. Dabei schlössen sich das Politische und das Spirituelle eben gerade nicht aus. Im Gegenteil, sie hätten sich wechselseitig erhellt, they were mutually inter-illuminating. Die Life-Raft-Erfahrung sei ein Kontinuum gewesen, a sliding wavelength between the tau concentral extremes. Entscheidend sei gewesen, dass sich das Spiel oder der Game Change auf dem Feld des Physischen ereignet habe. Und hier zeigt Brautigan, was mit der pädagogischen Legitimität der Gefühle oder genauer der Affekte in der zeitlichen und räumlichen Grenzen der Universität des Spielelernens gemeint gewesen sein könnte. Mind points don't count unless something happens physically. Pain penalties are of no consequence unless something adapts physically. Move the molecules or admit you're a spectator. Danke. Vielen Dank, Tom. Jetzt gebe ich das Wort an Katja Diefenbach.
was ich hier heute sagen möchte, ist der Frage gewidmet, wie unproduktive Verausgabung in der nachmarxistischen Theorie, vor allem im Poststrukturalismus und im französischen Heideggerianismus verhandelt wird. Man tut etwas aber für nichts, ohne Kalkulation. In der Sprache des Common Sense gilt das als Untätigkeit, Nichtstun, Abhängen oder Scheitern. Es wird geduldet, ja sogar temporär geschätzt, und Berlin ist zurzeit für diese Wertschätzung eines der ersten Laboratorien, insofern es einen privilegierten Umweg zu tätigem Erfolg bildet. Ein nur zeitweiliges Aussetzen des Nützlichkeitsprinzips oder der Zweckmittelrelation, eine Art kreative, subkultureller oder dissidenter Pause, in der die Untätigkeit Ressource kommender Tätigkeit darstellt. Wird das Unproduktivsein nicht wieder in dem Bereich wirksam, den der kanadische Politikwissenschaftler C.B. McPherson als Besitzindividualismus bezeichnet hat, indem das Individuum sich selbst in den eigenen Fähigkeiten zum Eigentum hat und seine Kräfte verausgabt und entäußert, um sie mit Gewinn zurückkehren zu sehen, zugunsten der Mehrung des eigenen, und zwar im doppelten Sinne von Eigenschaft und Eigentum, und sei es auch hauptsächlich nur auf der symbolischen Ebene angesparter und akkumulierter Sinnhaftigkeit, ist Untätigkeit in biopolitischen und kapitalistischen Gesellschaftsformationen ausschließlich als Scheitern oder Strafe erkennen und vorstellbar. Aber was würde es heißen, unproduktiv zu sein? Wie ginge eine unökonomische Existenz vonstatten, in der Tätigkeiten ohne transzendenten Zweck nachgegangen wird, der retroaktiv Sinn herstellen und totalisieren würde? Und wie ist es um das Nichts im Nichtstun oder das Un in der Untätigkeit bestellt? Eine Spur zu dieser Frage führt über Georges Bataille, der angesichts des Produktivismus und der Liquidierung aller Rätestrukturen in der Sowjetunion in den frühen 1930er Jahren, zu einer Zeit, in der er selbst Mitglied des antistalinistischen Cercle Communiste Démocratique war, einen auf Verlust basierenden Begriff der Verausgabung konzipierte, den er kurz später als untätige oder unbeschäftigte Negativität bezeichnete. Man handelt, man verausgabt Kräfte und sie verschwinden im Augenblick ihres Ausdrucks, ohne je zurückzukehren, um Wert, Sinn oder Wahrheit erarbeitet zu haben. Für Bataille ging es darum, gegen die Idealität der Hegelschen Kategorie des Negativen eine Art existenzieller Negativität zu konzeptionieren, die nicht mehr in einem Phänomen, einem Prozess oder einem System darstellbar ist, weil sie das Wagnis des Todes nicht in Arbeit reinvestiert hat. Sie lässt sich nicht mehr in Positivität umkehren und streicht folglich die synthetische Funktion der Hegelschen Aufhebung durch. In gewisser Weise wiederholt Bataille die Figur der Aufhebung, um die Aufhebung selbst aufzuheben und zu entkräften und damit den Unterschied zwischen einer Ökonomie herauszustellen, die das Differente durchquert, um sich in dem Abstand, der zwischen den Differenzen aufklafft, auf sich selbst zu beziehen und das Anderswerden letztendlich ins eigene einzuschließen, und einer Ökonomie, die sich dem Differenten und dem anderen rückhaltlos ohne Reserve aussetzt und in ihr verloren geht. In einer solchen allgemeinen Ökonomie, wie Bataille sie nennt, bleibt die Negativität untätig. Sie arbeitet nicht mehr an der Verkettung des Sinns, des Begriffs, der Zeit und des Wahren. Bataille vernäht hier die Frage des Politischen mit einer einzigen spekulativen Frage. Und diese Kurzschlüssigkeit dieser Vernähung stellt meiner Meinung nach ein Problem dar, mit dem wir auch heute noch zu tun haben. Er vernäht die Frage des Politischen mit der spekulativen Frage, wie die Hegelsche Aufhebung unwirksam gemacht werden kann. Und er kreiert damit die Kategorie einer deaktivierenden Aufhebung, die sich inzwischen auch bei Agamben findet. Ich möchte daran erinnern, dass sich für Hegel eine Bestimmung negiert, um in einer anderen Bestimmung, die ihre Wahrheit enthüllt, aufbewahrt zu werden. Und so von einer unendlichen Unbestimmtheit zu einer unendlichen Bestimmung sieht Hegel das Sein und das Denken von Bestimmung zu Bestimmung fortschreiten. Und dieser Übergang selbst, der ein Übergang des Negativen ist, angetrieben von der Unruhe der Negativität, verknüpft sich der Sinn. Damit sind Negativität und Aufhebung in den Kreis eines absoluten Wissens bei Hegel einbezogen. Sie übertreten niemals die Geschlossenheit und Totalität des Sinns. Bataille will durch die Idee einer unbeschäftigten Negativität mit aller Gewalt zeigen, dass die Welt des Sinns an die Welt des Nichtsinns, des unproduktiven Verlusts und der rückhaltlosen Verausgaben gebunden ist.
Durch eine Verschiebung von Hegels spekulativen Begriff par excellence, der Aufhebung, will Bataille Hegels System dazu zwingen, das Milieu zu präsentieren, aus dem es sich bildet, seine äußeren Ränder zu offenbaren, an denen es sich hervorbringt, den Unsinn, den Verlust, die Untätigkeit und damit etwas, was sich für Bataille eben nicht präsentieren, darstellen oder vergegenwärtigen lässt, weil es ohne Dauer im Augenblicklichen verschwindet. Denn die Dauer der Gegenwart ist genau der differenzielle Raum, in dem Hegel zufolge etwas, das sich im Anderswerden auf sich selbst bezogen und aufgespart hatte, zurückgewonnen werden wird. In der Philosophie selbst will Bataille also eine Bewegung erzwingen, die die Herrschaft der großen philosophischen Prinzipien des Sinns, des Subjekts, des Zwecks etc. pp. Deaktiviert und auf eine Existenz verweist, deren exzessive Verlust- und Verausgabungsfähigkeit die Philosophie bei weitem übersteigen soll. Für den französischen Linksheidegerianismus, sagen wir für Blanchot, Nancy, Agamben oder Esposito, war diese Offenlegung des Bestimmten und Nicht-Essentiellen als Essenz der Existenz von größter Bedeutung in ihrer Anstrengung, die im Marxismus aufklaffende Lücke des Politischen durch die Hervorbringung eines neuen existenziellen Tätigkeitsbegriffs zu bearbeiten. Und sie haben deshalb nie aufgehört, Batailles Idee unbeschäftigter Negativität aus seiner patriarchalen und heroischen Fixierung auf das Verbotene, das Heilige und das Opfer sowie aus den Aporien seines heterodoxen Hegelianismus zu lösen. Anhand der radikal unterschiedlichen Weisen, in denen Deleuze und Agamben in der Nachfolge Batailles die Frage nicht ökonomischer Praxis in kritischer Auseinandersetzung mit dem marxischen Praxisbegriff aufgegriffen haben, möchte ich hier einige in ihrer Kürze ziemlich grobe Thesen über das Verhältnis von linker Subkultur, existenziellem Akt, Politik und Kapitalismuskritik aufstellen. Ausgangspunkt ist die These, dass einer der umkämpftesten Begriffe und Tätigkeitsformen der Subkultur und der minoritären Politik das nicht-ökonomische Dasein ist, das mehr als einfaches Nichtstun ausdrückt, sondern eine subtraktive und unterbrechende Praxis artikuliert. Auf dem Spiel steht die Verkörperung eines Abstands zur Logik der Verwertung, der Ausbeutung und der Arbeitsteilung, die seit je koexistiert, mit zum Teil flexiblen, zum Teil harten Teilungen entlang rassistischer und heteronormativer, in minimaler Dimension heutzutage auch homonormativer Linien. Minoritäre Politik stellt einen fragilen und schwachen Abstand zur Welt der Mehrwertrealisierung, der Moral und des Urteils her. Und trotzdem bilden das mit diesem Abstand verbundene Glück und die gelebte Erfahrung, dass man in Differenzen und Konflikten gleich sein kann, dass alle Qualitäten beliebig werden und sich weiter differenzieren können, weil sie ungemessen und unklassifiziert bleiben, dass man ohne etwas geleistet zu haben dazugehört und dass man das Leben verschwenden und nicht in Besitz nehmen kann, ohne schuldig zu werden, ein Kräfteverhältnis, das die politischen Kämpfe gegen die kapitalistische und biopolitische Vergesellschaftung erst offen hält und schärft. Trotz der Tatsache, dass die produktiven Aspekte existenzieller und minoritärer Politikformen seit dem 19. Jahrhundert immer wieder in die kapitalistischen Gesellschaften integriert worden sind, die sich grundsätzlich dadurch auszeichnen, Gegenkräfte in komplexe Modernisierungsbewegungen übersetzen zu können, sollte man drei vorschnelle Schlussfolgerungen vermeiden. Erstens, und das wird partiell im Zusammenhang dieser Ausstellung getan, die Gleichsetzung minoritärer Politik und unökonomischer Existenz mit ihrem Scheitern, sodass retroaktiv deren radikalen Momente verschwinden und unter dem Sinn kapitalistischer Modernisierung subsumiert werden. Ereignistheoretisch gesehen, also wenn es darum gehen soll, die Idealisierungen zu korrigieren, die noch der dialektischen Vorstellung von Marx einwohnen, dass die Geschichte über ihre schlechte Seite, über den Schmerz des Negativen, über die Steigerung und Intensivierung der Ausbeutung und der Verwertung voranschreitet, ist diese Identifizierung minoritärer Politik mit ihrem Scheitern ein Fehlschluss. Wie Benjamin im Baudelaire-Aufsatz betont, zeigt sich dieser Fehlschluss bereits an Marx und Engels Kritik der Bohème und der revolutionären Geheimgesellschaften der Juli-Monarchie, wie der blockistischen Gesellschaft der Jahreszeiten und dem von militanten Handwerkern gegründeten Bund der Gerechten,
denen Marx und Engels die selbstreflexive, über den Umweg ihrer Fehler auf ihre revolutionäre Identität zulaufende Praxis des Industrieproletariats entgegenstellten. Im 18. Brumaire fasst Marx diese Selbstwerdung proletarischer Praktiken in der Bewegung zusammen, in der diese Praktiken beständig sich selbst kritisieren, sich fortwährend in ihrem eigenen Lauf unterbrechen, auf das scheinbar Vollbrachte zurückkommen, um es wieder von Neuem anzufangen, bis die Zustände selbst rufen, hic Rhodos, hic Salta. Vor dem Hintergrund unterschiedlichster politischer Positionierungen hat sich die Aberkennung der geschichtlichen Kraft undogmatischer und nicht identitärer radikaler Politiken immer wieder wiederholt, sodass heute mancherorts die Revolten der Jahre 66 bis 68 auf ein kapitalistisches Modernisierungsereignis und Vorspiel zu einem sogenannten Differenzkapitalismus reduziert werden. Diese in einem negativen Rahmen evolutionistisch argumentierende Tendenz zeigt sich an der Kritik der Künstlerkritik bei Boltanski und Schiaffello, an den Grundthesen der Filmreihe The Century of the Self des britischen Dokumentarfilmers Adam Curtis, aber auch an dem in den Netzkritik-Zusammenhängen der 1990er Jahre so prominent gewordenen Artikel von Barbour und Cameron über die kalifornische Ideologie, die in gewisser Weise analog zu einer der Hypothesen dieser Ausstellung am Aufstieg der kalifornischen IT-Industrie eine Synthese von Hippies, Wagonomics und kybernetischer Regierung diagnostizierten. Demgegenüber wäre mein zweiter Punkt, dass die Untersuchung der Reintegration existenzieller Revolten in kapitalistische Subjektivierungs- und Konsumptionsweisen die heterogenen Bedingungen herausarbeiten muss, aufgrund derer die unterschiedlichen Strömungen einer genauso gegenkulturellen wie antiimperialistischen und antikolonialen Linken der 1960er zerfallen sind. Dabei darf nicht vergessen werden, dass zum Beispiel die Geschichte der auch in Kalifornien agierenden Yippies der Youth International Parties, die die Politisierung der Hippies vorantreiben wollten, zeigt, dass die anarchistische Grassroots-Praxis der damaligen Hippies eine, wenn auch konfliktreiche Allianz mit den Black Panther Parties eingegangen war. Der Fall der Yippies zeigt auch, dass über die nachträglich erhobenen Fragen das habe ich hier so umständlich korrigiert, kann ich nicht mehr kriegen. Aber der Fall der Yippies zeigt, dass über dass in dieser Zeit, in den 60ern selber, über die Fragen der Reintegration selbst gestritten worden ist. Das Problem der Heimkehr in die weiße Mittelschicht, des allerspätestens mit Woodstock sich abzeichnenden Alternative Business, das Problem des Radical Chics, des Ganzheitlichkeitswahns und des Eskapismus der Kommunenbewegung, aber auch der patriarchalen Codes in der Bewegung, der identitätspolitischen Orientierung sowohl bei den Panthern als auch im proletarischen Bewusstsein, waren erste Themen der Zeit selbst. Und ähnlich konfliktueller Statur ist zum Beispiel auch die Auseinandersetzung, die zwischen Teilen der Panthern, wie zum Beispiel Eldridge Cleaver, einer Position wie der von James Baldwin vertretenen und Jean Genet über die Frage der Homophobie in der antiimperialistischen Bewegung geführt worden ist. Meine dritte These für heute, und damit komme ich dann auch zum Schluss, hat mit der theoretischen Auseinandersetzung über nicht-ökonomische Tätigkeit und existenziellen Akt im Postmarxismus zu tun, in der zwei schwierige Probleme meiner Meinung nach auftauchen. Erstens die Subsumption politischer Praktiken unter einzelne philosophische Prinzipien, wie dem der Treue, des Teils ohne Anteils, des Unvermögens oder des Exzesses und die kurzschlüssige Identifizierung von existenzialem und politischem Akt. Ich möchte daran erinnern, dass im Poststrukturalismus, aber genauso auch im Postoperaismus und in dem, was man französischen oder italienischen Linksheideggerianismus nennen kann, die Begriffe der Potentialität, des Handlungsvermögens oder der Fähigkeit in einem Diskurs eingesetzt wurden, der die Idee nicht ökonomischer Praxis als Alternative zum marxistischen Praxisbegriff entwickelte. Korrigiert werden sollte vor allem die Idealität, die dialektische Verbindung von Ökonomiekritik und Revolutionstheorie bei Marx auszeichnete, in der entweder der Kapitalismus
in der fortschreitenden Entwicklung seiner Widersprüche die Bedingungen seiner eigenen Krise verschärft oder aber die Arbeiterklasse sich nicht auf den Status der wahre Arbeitskraft reduzieren lassen wird, sodass sich geschichtlich die Notwendigkeit entlang von zwei miteinander oszillierenden Perspektiven der Revolution bildet, die beide in eine Negation der Negation und in eine Enteignung der Enteigner münden wird. In kritischem Anschluss an Batailles Idee unbeschäftigter Negativität und einer nicht synthetischen Dialektik, in der die Aufhebung nichts herstellt, sondern etwas verloren gehen lässt, etwas enteignet und entzieht, entwickelt Agamben in den 1980er Jahren in einer Reihe von Aufsätzen die These von der Autonomie des Unvermögens. Die Inspiration zu dieser These, dass die Modalitätskategorie des Möglichen nicht den Übergang ins Wirkliche durch die Tat der Vollendung geprägt ist, sondern durch die Möglichkeit, etwas nicht zu tun, etwas nicht zu denken, also durch die Tat der Unterlassung, findet Agamben in Heideggers Vorlesungen über die ersten Abschnitte von Aristoteles' 9. Buch der Metaphysik. In einer vollkommen unkanonischen und heterodoxen Lektüre der aristotelischen Kategorien des Möglichen und des Wirklichen kehrt Agamben den Primat des Wirklichen, von dem Aristoteles ausgegangen ist, in den Primat des Möglichen um. Anlass dazu bietet ihm Aristoteles' Auseinandersetzung mit den Megarikern, die die Existenz einer nicht im Wirklichen sich befindenden, eines also nicht ausgeübten Vermögens bestritten haben. Aristoteles erklärt aber, dass ein Baumeister auch dann noch zu bauen vermag, wenn er nicht baut, und eine Kitarra-Spielerin auch dann noch vermögend ist zu spielen, wenn sie nicht spielt. Dass das Mögliche also impliziert, dass es auch nicht eintreten kann, weil es sonst als rein logische Modalität schon immer in den Akt übergegangen wäre, stellt für Agamben das politische Geheimnis der aristotelischen Lehre dar. Damit ist Vermögen für ihn das Vermögen des Nicht, die Ausübung des Entzugs, die Untätigkeit, die sich vorbehält, im Abgrund des Möglichen zu verweilen. Eine Gemeinschaft ist deshalb nicht durch den Austausch ihrer Tätigkeiten geprägt, sondern durch die gemeinsame Aussetzung an etwas, was nicht aneignbar ist, das Entzogene des Unvermögens. Angeregt durch eine Bemerkung von Aristoteles in De Anima, anlässlich der Frage, was nun mit dem Unvermögen passiert, wenn man doch handelt, wenn die Kitarra-Spielerin spielt, wenn sie tätig wird und zum Akt übergeht, entwickelt Agamben die Idee einer Aufhebung, die nicht synthetisierende, sondern deaktivierende Wirkungen entfaltet. Aristoteles hat in De Anima geschrieben, dass das Unvermögen in der Vollendung bewahrt bleibt, dass es quasi im Wirklichen überlebt und gerettet wird. Das Vermögen, etwas nicht zu tun, verschwindet also nicht im Übergang zur ausführenden Tat, sondern bleibt in der Vollendung selbst anwesend. Für Agamben ist das der Anlass und der Ausgangspunkt einer Art messianischen Dialektik des Nichtstuns. Das Unvermögen ist die Gabe dessen, was im Gegebenen in den juridisch-faktischen Verhältnissen nicht gegeben ist. Der existenzielle Akt par excellence besteht für Agamben deshalb darin, dass das aufgehobene Unvermögen die Potenz des Nichttuns in die Wirklichkeit entlassen wird und alles Tun entkräftet wird. Auch wenn Agamben auf den Produktivismus und die Tätigkeitsnorm der kapitalistischen Verhältnisse verweist, basiert seine Analyse auf einem einzigen transhistorischen und existenziellen Prinzip, der Potenz des Nicht oder dem Unvermögen. In der Folge verliert das Denken der Politik jede strategische, komplexe Wechselwirkungen artikulieren könnende Dimension. Es richtet ein einziges, wenn auch nicht essentielles Prinzip auf, das jenseits aller Qualitäten und Zuschreibungen das Sein ausmacht, das Verweilen im Möglichen. Dieses Denken ist dann nicht mehr in der Lage, die inneren Dynamismen von Praktiken, ihr Reaktionärwerden und die innere Komposition von Kräften theoretisieren zu können. Insbesondere der späte Deleuze teilt mit Agamben das Interesse an den deaktivierenden und subtraktiven Wirkungen der Existenz. Das bekannt gewordene Beispiel des Gerichtsschreibers Bartleby theoretisiert etwas, was ich Bataille abwandelnd unbeschäftigte Positivität nennen würde. Die Pragmatik eines Tuns, das nichts Aneignbares oder Verbindendes hervorbringt, sondern zersetzt. Wenn Bartleby seinem Arbeitgeber mitteilt, dass er das Nicht vorzieht,
I prefer not to, artikuliert er in einer sprachlichen Formel ein Differential zwischen Aktivität und Passivität. Für Deleuze zersprengen die Wirkungen dieses Differentials den Arbeitsalltag im Büro eines Rechtsanwalts. Im Gegensatz zu Agamben verfolgt Deleuze eine Theorie, die den heideggerianischen Aristotelismus einer Gabe, die entzogen ist, einer Potenz, die sich im Akt nicht erschöpft, oder einer der Mystik und der negativen Theologie entnommenen Idee des Nicht-Aneigbaren absolut entgegenstellt. Aufgrund der Zeit möchte ich nur zwei kurze Aspekte von Deleuze' Denken nicht-ökonomischer Existenz hinweisen. Erstens gibt es durch seine Bezüge auf Spinozas Metaphysik, in der Differenzierung eben nicht holistisch gedacht, sondern unter dem Primat der Singularisierung steht, in Deleuze' Denken kein vorgeschriebenes Wesen des politischen oder existenziellen Akts. Das Sein ist für Deleuze nicht Kraft Unvermögen oder Unterlassen, sondern Kraft der Artikulation von Differentialität. Das Sein artikuliert interne Differenzierungen zwischen unpersönlichen Termen, wie zum Beispiel zwischen einer unbestimmten Vorliebe und einer präferierenden Ablehnung. Aber kein einziger Akt, auch nicht Bartleby's I prefer not to, ist Modell oder Vorschrift der Existenz. Das heißt, Deleuze interessiert sich für die internen Dynamismen von Praktiken, die sich zwischen minimalen und maximalen Schwellen eines Vermögens artikulieren. Zur Frage der Politik wird dann im Denken und im Handeln auszuprobieren, an welchen Schwellen Praktiken nicht normative Wirkungen zeigen und an welchen Schwellen sie reaktionär oder autoritär zu werden beginnen, an welchen sie zerstört werden können oder sich selbst zerstören werden. Das erlaubt die historischen Übergänge zwischen Emanzipation und Scheitern, denen wir so dramatisch eigentlich ausgesetzt sind, begreifen zu können, aber auch Politik als eine militante Übung in der Wechselwirkung pluraler Praktiken zu begreifen, die sich Kraft ihrer Heterogenität partiell in den Momenten ihres Reaktionärwerdens unterbrechen könnten. Zu den Vermögen der politischen Existenz zählt dann nicht nur die unproduktive Verausgabung, sondern auch die planende und antizipierende Organisierung. Nur ist in keines dieser Vermögen geschichtlicher Sinn und ein zu sich selbst kommendes Werden eingeschrieben. Die Frage der Politik insistiert in der Artikulation ihrer Differenz und sie macht ihren Unterschied. Danke. Vielen Dank, Katja. Und jetzt übernimmt Mercedes Bruns. Hallo. Das ist jetzt ganz seltsam, weil ich jetzt von Katja aus genau in die andere Richtung gehe, weil du ja viel über Negation gesprochen hast. Und ich werde ganz viel über Affirmation sprechen. Das macht mir natürlich ein bisschen Probleme. Hab dann aber im Verlauf des Vortrags, ich habe immer so fast mir überlegt, wie kommt das, wo besteht da eine Verbindung? Und ich glaube, dass der Grund von dem Aufbruch, warum sprechen wir darüber, der gleiche ist. Also zum einen das Verschwinden des Außen als ein Problem, das sich ganz stark für Counterculture stellt und für ein kritisches Denken. Und das andere, das Denken von Emanzipation und Scheitern, das hast du sehr schön gesagt, das finde ich absolut wichtig. Ich will meinen Vortrag mit diesem heimlich gemachten Foto unten aus der Ausstellung beginnen, weil das für mich sehr gut beschreibt, warum Technologie wichtig ist. Da steht, nein, Mist, Natur, das sind gar nicht Flüsse und Bäche, sondern Spinnen. Das ist mein Lieblingszitat in der Ausstellung, das stelle ich im Vortrag vorne dran. Und dann geht es ganz stark über Neoliberalismus. Ich habe schon länger mal über Neoliberalismus gearbeitet. Mit Freund Frieber haben wir mal vor Jahren die verrückte Idee gehabt, die Frage zu stellen, ob es einen linken Neoliberalismus geben muss. Das Thema hat mich so ein bisschen verfolgt, zuletzt auch, als ich viel über Facebook geschrieben habe und für Red Loving einen Text geschrieben habe, der heißt Critique in the Era of Affirmation. Und darum geht es jetzt so ein bisschen. Ach so, damit man noch weiß ungefähr, wo man in meinem Vortrag ist. Also es hat drei Teile, ist auch nicht so lang. Und es geht erstens darum, was hat sich eigentlich verschoben. Zweitens, welche Argumentation schlägt deshalb ins Leere. Und drittens natürlich, was nun? So. Also das heißt Fluchtlinie übrigens auch.
Also Structural Adjustments, das war das Panel, in dem ich mich gefunden habe. Da war dann die Frage, geht das überhaupt? Was ist hier eigentlich geschehen und reicht das Anpassung? Über die letzten Jahre hinweg, Katja und auch Tom haben das notiert, haben wir verdutzt oft Verschiebungen, eben dieses Scheitern der Emanzipation festgestellt. Mir ist im Zuge des Nachdenkens aufgefallen, dass eines der ersten Momente, wo ich drauf gestoßen bin, dass die Zeichen, die man mal die eigenen nannten, begannen die Seiten zu wechseln. Ein Text von dir gewesen ist, Dietrich, nämlich The Kids Are Not Alright, 1992, wo ein Mütze und ein Malcolm X-Kappe einen relativ wichtigen Moment spielt. Ein anderer Moment, wo man eine Verschiebung festgestellt hat von Emanzipation zum Scheitern, ist, dass man natürlich erst den auratischen Gestus aus der Kunst herauskippen wollte und dann aber die Kreativität plötzlich zum linken Problem geworden ist, damit der Spuk des neuen Geistes, des Kapitalismus quasi begonnen hat. Ein weiteres ist selbstbestimmt, ist nicht mehr frei gewählt, sondern ist unser aller Voraussetzungen. Und das Erschreckendste ist eben, die Gegenkultur liefert den Soundtrack dazu. Was machen wir nun? Wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Sollen wir sinkende Begriffsschiffe einfach verlassen? Sollen wir das alles immer fleißig mitschreiben? Und dieser Text hier ist so ein Versuch, nach neuen Wegen und Gesten zu suchen und die Frage zu stellen, wie navigieren? Denn eines ist klar. Die Logik, nach der wir leben, die ist nicht mehr modern. Die Balken der Diskurse haben sich verzogen. Liebgewonnene Begriffe, einst strahlende Blickpunkte, verstellen nun nassen, grauen Lappen gleich die Sichtweise und Bezugspunkte, von denen man eine strahlende Aussicht hatte, stehen einem nun wie umgekippte Schränke im Weg und behindern unser Weiterkommen. Irgendwas ist heimlich, still und leise, ganz anders geworden und zwar grundsätzlich falsch. Eine lose, sich nicht wirklich Mühe gebende Aufzählung von Beispielen, also das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit, die zeigen, dass sich hier eine grundsätzliche Verschiebung ereignet hat. Bis in die 90er richtete die Kritik der Gegenkultur sich in der Tendenz mehr in der Politik als gegen die Wirtschaft. Die Nation war immer das wichtigere Feindbild als das Unternehmen. In der Ankündigung des Panels steht zwar, dass das hauptsächlich die Unternehmen waren, aber ich würde echt sagen, bis in die 80er ist die Wirtschaft eher als Anhängsel der Politik, nämlich der kapitalistischen Politik, dann gesehen worden. Heute hat sich eine andere Entwicklung durchgesetzt, deren Kommen Karl Polanyi schon 1944 in dem wirklich guten Buch The Great Transformation anmahnte. Politik ist heute nur noch ein Appendix der Wirtschaft. Ein anderer Moment, der ganz anders geworden ist: Es gibt keine Zukunft mehr, Utopie ist inexistent, die Zukunft unserer Menschheit besteht nur noch in der Klimakatastrophe. Dann auch, was man gar nicht vermutet hätte, Technologie, das einzige Raumschiff der Utopie, ist explodiert und uns dabei quasi zur neuen Natur geworden. Alex Slade hat das ja gestern in den Dias sehr schön gezeigt, dass man das nicht mehr auseinanderhalten kann. Und sobald man morgens die Augen aufmacht, krabbelt diese Technologie zu einem ins Bett in Form vom als Wecker getarnten Mobiltelefon, das dann meist umgehend auch sofort zum E-Mail-Client wird und man seine Arbeits-E-Mails anfragt. Ein weiterer Punkt: Störung ist keine Kritik der Verhältnisse mehr, sondern der aktuelle Modus des Homo economicus. Die Automatisierung hat einen nächsten Sprung gemacht und das Wissen, die Sprache, die Schrift in Bewegung versetzt. Aus Kontemplation und Konzentration, diesen einstmal schwierigen Angelegenheiten, wird heute eben Aufmerksamkeit. Und ein schamloser Instrumentalisierungsdiskurs zieht beißend über unsere wundervollen Leben, die es wie eine dicke Kuchenglasur erstickend umfängt. Wir erleben eine Rundum-Inventur, alles muss Sinn machen, alles will Bedarfsartikel sein, auch die Geisteswissenschaften. Also ich lebe in London und da ist dieser Diskurs noch stärker. Jetzt kann man sich natürlich im Deutschen eher fragen, alles muss Sinn machen. Im Deutschen war der Begriff Sinn immer problematisch. Im Englischen sagt man eher, how can you be useful for society? Of course, society is something that's rather good. Und da ist es wirklich schwierig, wenn ich mit Kollegen rede, wie man sich dazu stellt.
Was ich auch interessant fand, bei der Verwertungslogik geht es dann nicht um Mehrwert, also es geht nicht darum, ein Surplus oder irgendwas zu erzeugen, sondern um Gebrauchswert, also so wird zumindest getan, das so stimmt, ist noch eine andere Frage. Und natürlich ganz wichtig, die diskursive Figur, mit der überall gearbeitet wird und die einem heimlich so untergeschoben wird und die total fies ist, gegen die man sich immer wieder wehren muss und die man immer nicht mal mehr merkt, ist der Diskurs von es gibt keine Alternative. Und damit sind wir bei der These dieses Vortrags, die Ära der Affirmation hat angebrochen, dass ich an einem Beispiel deutlich machen will. Und zwar habe ich zwei Videos mitgebracht. Das ist einmal eine Rede von Margaret Thatcher zur EU und dann 21 Jahre später eine Rede von Cameron zur EU. Beide sagen genau das Gleiche, also sind Tories, damit lehnen sie die EU natürlich ab. Aber ich fand eben unglaublich interessant, dass Margaret Thatchers Rede ganz bekannt geworden ist, weil sie No, No, No sagt, während Cameron am Tag, nachdem er die EU-Verhandlungen hat scheitern lassen, dem Parlament erklärt, ich habe doch aber eigentlich Ja gesagt. Und das fand ich so, damit man mal sieht, wie dieser Diskurs anders geworden ist. Lasse ich das mal beides für ein paar Sekunden laufen. Does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this country. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. De Lorme, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No! 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 Das ist also Thatcher und jetzt kommt Cameron. We went seeking a deal at 27 and I responded to the German and French proposal for treaty change in good faith, genuinely looking to reach an agreement at the level of the whole of the European Union with the necessary safeguards for Britain. Those safeguards on the single market and on financial services were modest, reasonable and relevant. We were not trying to create an unfair advantage for Britain. We were not asking for a UK opt-out, for special exemption, or a generalised emergency brake on financial services legislation. They were safeguards sought for the EU as a whole. We were simply asking for a level playing field for... Also das reicht, glaube ich, um mal zu sagen, also er sagt, ja, wir haben ja irgendwie gar nicht, wir wollten doch eigentlich dafür sein, wir haben doch nicht mal da und danach gefragt. Und was ich bei Cameron ganz interessant finde, dass man merkt, dass er sich in so einem Winkel von der Affirmation versteckt. Also ist man dagegen, lenkt man durch das Wedeln eines affirmativen Fähnchens einfach ab, denn dann kann einem keiner was. Eigentlich war man doch dafür. Damit bin ich bei dem zweiten Punkt. Jetzt kann ich auch meine Anmerkung nicht mehr lesen. Die gewohnte Argumentation schlägt fehl, steht da, glaube ich. Also, man kann hier, glaube ich, noch einen Schritt weitergehen. Man kann sogar sagen, ich habe das an anderer Stelle ausführlicher mal durchargumentiert, Negation in ihrer alten Anwendung hat ihre Kraft verloren und wird neutralisiert. Ich habe da auch ein Beispiel mitgebracht, Rupert Murdochs Abhörskandal von 2011. Hagelte natürlich gesellschaftliche Kritik. Das ist die letzte Ausgabe der News of the World, auf die sich das am Anfang hauptsächlich richtete. Das Interessante war, dass Murdoch, also wie hat Murdoch reagiert? Als erstes hat er die Kritik angenommen. Ja, er hat nicht gesagt, das haben wir doch gar nicht gemacht oder ich habe, ja so, sondern er hat gesagt, this is the most humble day of my life. Oh. Was dann da folgte, fand ich auch ganz interessant. Also in der Argumentation, ich habe die mal so auseinandergenommen vor dem damaligen Government, hat er dann quasi seine Macht verleugnet und sich aus dem Weg laviert. Also das Originalzitat lautet, I hold responsible the people who I trusted to run it and the people they trusted. Und die Argumentation war, ich bin so weit oben, meine Firma ist so groß, ich kann doch überhaupt, also ich kann hier keine Verantwortung übernehmen, weil ich kann das ja gar nicht durchsehen. Was dann passiert ist, ist die Schließung der News of the World. Das könnte einen jetzt erstmal beeindrucken, weil das war eine Zeitung, die eine Auflage von 2,6 Millionen pro Woche hatte. Dann sind 200 Journalisten entlassen worden, die größtenteils gar nichts mit dem Abhörskandal zu tun haben. Und man hat versucht, das Management zu schützen. Und das fand ich ganz interessant. Also man muss auch wissen, wenn man den ganzen Murdoch-Konzern näher studiert,
das war für den ein sinkendes Schiff. Und er hat auch in der gleichen Woche schon The Sun on Sunday, also das andere große, die Bild-Zeitung, wo die noch keine Sonntagszeitung hatte, News of the World war eine Sonntagszeitung, hatte sich an dem Wochenende gleichzeitig die URL gesichert. Dass sich nichts ändert, obwohl man eben sagt, ja, ich nehme die Kritik an, this is the most humble day of my life, ist, dass ein Jahr später, als sich die Opfer des Abhörskandals mit Premierministerin Cameron trafen, Murdoch sie auf Twitter folgendermaßen nannte, scumbag celebrities pushing for even more privacy laws. Man sieht hier eben, dass Negation an dieser Stelle ins Leere läuft. Auf Kritik antwortet Murdoch, wir sind nicht verantwortlich, wir finden das doch auch schlecht und wir sind auf deiner Seite, was natürlich nur oben rum gewedelt ist. Und was ich daran interessant finde, ich will das jetzt mal zuspitzen, Dialektik hat damit quasi ihre pendelnde Bewegung zugunsten einer gleichzeitig aufgegeben, die sich schon seit längerem angedeutet hat. Deleuze und Guattari haben die Deterritorialisierung als Verstellung der Fluchtlinie bezeichnet. Ich hatte das erst so skizziert, aber ich mache das jetzt mal vor. Also es gibt eine Bewegung, die so ist und dann kommt etwas, was sich so dagegen stellt, sodass das hier nicht mehr so weitergehen kann. Und man kann sich, wenn man sich darauf bezieht, dann kann man sagen, dass heute die De- und die Reterritorialisierung gleichzeitig geschieht. Also das ist so quasi jetzt. Und das finde ich eine Figur, ich glaube deshalb ist auch dieser Terminus Kippfigur, der immer während der ganzen Ausstellung und in der Konferenz aufgefallen ist, so eine also wirklich gegenwärtige Theoriefigur fast schon, würde ich das nennen, die wir eigentlich da wiederfinden, wenn wir in die Ausstellung reingucken. Weil ich würde sagen, wir haben heute eben nicht mehr, jetzt muss ich wieder in den Text zurückfinden, dass es heute, dass die Deterritorialisierung und die Reterritorialisierung gleichzeitig geschieht, man eben nicht mehr von einer negativen oder positiven, also von einer sich durchsetzende gelungenen Reterritorialisierung ausgehen kann, sondern eben, dass alles zugleich der Fall ist und dass sich die Differentialverhältnisse eben verschoben hat. Und da bin ich dann schon bei meinem dritten Punkt. Was nun, wenn sich die dialektische Figur verschärft hat und wir Re- und Deterritorialisierung gleichzeitig erleben, bedeutet das ja nicht, dass es keine Alternative mehr gibt. Eine ganz gute Figur, die einem, glaube ich, hier beim Denken hilft, ich finde, ist eben die Figur der Diffraction oder Diffraktion, die von Karen Barrett im Anschluss an Donna Haraway mal ins Spiel gebracht wurde und die eben hilft, Dinge zu denken. Anstelle einer Binarität aus klar voneinander unterschiedenen Gegensätzen zeigt sie eine Überlagerung, also Diffraktion, da sind die Dinge nicht voneinander unterschieden, voneinander unterschieden, aber nicht als in sich rein zu denken. Und das Beispiel, das Barrett nennt, das mir sehr geholfen hat, das zu verstehen, ist, es ist nicht schwarz oder weiß, sondern beides greift ineinander. Das bedeutet aber nicht, dass sie ihre Unterscheidbarkeit aufgeben. Im Gegenteil, in einer dunklen Ecke kann es eben helle Flecken geben. Doch erst wenn die hellen Flecken die dunkle Ecke übernommen haben, hat sich auch ihr Zustand verändert. Das heißt, es bleibt grundlegend eine Dialektik bestehen. Man kann einen Unterschied machen, aber das Erscheinen in der Welt gestaltet sich weitaus komplexer als irgendwas ist für oder gegen. Und all diese Verschiebungen, also ich finde es relativ wichtig, dass man mal zu denken, weil ich finde auch die Erklärung, dass man sagt, früher hätte man bei Stuart Brand und dem Whole Earth Katalog ein Counterculture-Projekt gehabt, das seinen Counter dann verloren hätte, ist auch so ein bisschen zu wenig. Also was ist da eigentlich passiert? Ja, also hat es wirklich das Gegen komplett, also es ist bestimmt nicht schuld am Neoliberalismus, mit dem wir alle leben, aber wie steht es da in dem Zusammenhang? So, all diese Verschiebungen haben jedenfalls zu Unruhe und in meinem Umfeld zu einer Reihe von Aktivitäten geführt, die das Ziel teilen, Kritik anders zu denken, also zu sagen, wir leben vielleicht in der Ära der Affirmation, aber there is no alternative, of course there is. Das bedeutet also den Moment des Gegen in der Kritik anders zu denken und dabei Figuren der Wiederholung, der Affirmation und der Diffraktion in Anschlag zu bringen. Also ein Beispiel hier, da habe ich mal, das ist gerade im Aufbau erst, da steht noch nicht viel auf der Seite, Katrin Thiele und Birgit Kaiser, das sind zwei Kolleginnen von mir, haben unter dem Begriff Terra Critica ein Interdisciplinary Network for the Critical Humanities initiiert. Im Fokus steht hier eben Kritik aus der Position der Immanenz zu entwickeln.
Karen Barrett, Donna Haraway spielen dabei natürlich eine große Rolle. Und hier wird versucht, an die Stelle des klassischen Gegen- oder Distanzsuchens die Geste, das ist ein Donna Haraway-Zitat, Stay with the Trouble oder Taking Care zu setzen und sich fragen, was das theoretisch heißt. Und mich hat auch neulich eine Bemerkung von Juliane Rebentisch aufhorchen lassen, die mir im Gedächtnis geblieben ist, dass Probleme einen nicht aus der Welt führen und man sie nicht haben darf, sondern dass sie einen in die Welt bringen. An der Leuphana-Universität gibt es ein Projekt, das versucht, die Probleme der technischen Digitalisierung ganz anders zu nutzen. Anstelle den Begriff Digital Humanities zurückzuweisen, haben wir dort beschlossen, den Begriff nicht alleine zu lassen, sondern zu besetzen und affirmativ zu eigenen Gunsten umzubiegen. Inspiriert von Raymond Williams' Keywords-Projekt entsteht deshalb am Center for Digital Culture das Projekt CDC Keywords for the Digital Humanities. Also, und da wollen wir Begriffe unter dem Motto Rearrange, Rescue, Reuse analysieren, abstauben, verschieben und neu verorten. Da werden natürlich erwartbare digitale Begriffe wie Digital Native, Postmedia, Tactical Media durch affirmative Kritik gedacht und ausgeleuchtet. Aber es wird eben auch darauf bestanden, dass zu Digital Humanities Begriffe wie Precariousness oder Digital Labor gehören. Ein noch nicht in Angriff genommenes, aber in näherer Reichweite herumlungerndes Projekt ist bei all der Selbstbestimmung, die uns verordnet wird, den Begriff Entfremdung wieder aufzunehmen und produktiv einzusetzen. Denn wir alle wissen, wir leben ein erfülltes Leben, was ja aber gar nicht sein kann, weil wir ja alle wissen, dass sich die Revolution eben nicht ereignet hat und wir nicht in befreiten Verhältnissen leben. Rund um den Begriff Entfremdung rotten sich deshalb einige neue Interessierte zusammen, also zum Beispiel Eva Geulen, die hat einen Vortrag neulich gehalten, der heißt Problem und Position gegenwärtiger Subjekttheorien End-. Und sie nimmt da Agamben aus, der in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft eine Anhäufung von technischen Dispositiven ausmacht, die verhindern, dass ein Subjekt entsteht. Was macht er am Internet und am Mobiltelefon fest? Und hier möchte ich mit Eva Geulen doch gegen Agamben zu bedenken geben, dass wir echt wirklich häufig die Technologie für den Kapitalismus verantwortlich machen. Also Technikbeschimpfung ist wirklich, wirklich groß in Mode. Und es ist einfach also ein bisschen geschummelt, weil damit erweist man sich als kritisch, während gesellschaftlich doch alles beim Alten bleibt und man nicht aneckt. Deshalb möchte ich dagegen mit Walter Benjamin darauf bestehen, dass Technologie die Bruchstelle ist, an der die neuen Tendenzen zutage treten und man den Messenger nicht mit der Message verwechseln sollte. Das Medium ist hier nicht the message. Zugleich denke ich aber, dass die Technologie für die Gesellschaft durchaus eine grundlegende, sozusagen ontologische Rolle spielt. Technologie hat verändert, wie wir in der Welt stehen, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht gestaltet werden kann. Um das Problem der Strukturanpassung also abschließend auf den Punkt zu bringen, Anpassung reicht, glaube ich, nicht. Heute muss man einerseits die Entfremdung bekämpfen, um zugleich in der unsere Selbstbestimmung fordernde Gesellschaft auf sie bestehen zu können. Eine Frage für die Theorie lautet deshalb für mich, wie kann man in so einer zugleich deterritorialisierten Welt die Dialektik nicht vom Kopf auf die Füße, sondern diesmal zur Seite kippen, um den Unterschied zu denken, denn das ist, glaube ich, gerade die Schwierigkeit und es gibt einen, auch wenn es oft gar nicht so einfach ist, für seinen Unterschied einen archimedischen Punkt zu finden. Auf Differenz muss man bestehen. Vielen Dank. Und wieder die undankbare Aufgabe, eine solche Vielfalt in eine Zusammenfassung zu überführen. Wobei wir natürlich am Anfang und am Beginn die Auseinandersetzung mit Erziehungsprojekten und ihren transformatorischen Absichten und bestanden haben und natürlich solche Erziehungsprojekte tatsächlich sowas darstellen wie eine, wie ich sagen, Konkretion dessen, was in zum Beispiel alternative Scheitern oder Emanzipation Begriff ist, also wo sich sozusagen wo anschaulich wird, was ein Scheitern oder was ein Emanzipationsschritt sein könnte. Insofern ist das vielleicht ein ganz sinnvoller Dreischritt gewesen.
Daraus wird noch nicht so schnell eine Frage an alle, aber du hast eine, okay, dann rettet du mich diesmal. In der Landschaft, also wenn ich mal so eine Linie durchziehe von dieser, was Tom die Debinarisierung genannt hat, zu all diesen den Versuchen der Beschreibung, was mit der, dem Verhältnis von Negation, Negativität, wenn ich das nochmal nicht genau das Gleiche, zur Ökonomie des Affirmativen passiert, und man weiß, irgendwie spielt der Holocaust-Katalog da eine entscheidende Rolle, weil er auch auf eine bestimmte Notwendigkeit der Debinarisierung auf eine bestimmte Art geantwortet hat. Mir hat die Figur, dass man diese Dialektik nicht auf die Füße mehr stellen kann, vom Kopf auf die Füße mehr stellen kann, sondern zur Seite kippen können sollte, weil sonst sozusagen sich in der historischen Landschaft immer falsche Alternativen bilden. In dieser Konstellation fiel mir jetzt nur auf, dass sozusagen eine extreme, oder das ist eigentlich ja auch ein wesentlicher Bezugspunkt unserer Ausstellung, im Sinne das Bild vom blauen Planeten als eine, nicht nur als eine Message der antikartesianischen Debinarisierung in so ein affirmatives, globalistisches, ozeanisches Netzwerkparadigma zu lesen, sondern vor allem auch eine ideologische Anrufung. Also was da sozusagen fehlt in der, oder was ich gerne fragen würde, ist, wie ihr darauf reagieren würdet, wenn man mal die These aufstellen würde, dass die Negativität, wenn es so etwas gab wie bestimmte Bezüge auf Räume und Praktiken der Negativität, also ich denke jetzt nur an deine Beschreibung von Agamben's, die mich ehrlich gesagt an eine psychopathologische Darstellung von Depressionen erinnert hat, so, wo sozusagen jede Geste messianisch wird, was ja auch ein Motiv ist bei wie man das zusammendenken könnte, dass das Milieu selber, also Milieu so in dieser Doppelbedeutung von Klima und soziotechnischen Milieus, der Raum der Negativität geworden ist. Ich wollte eigentlich damit nur vorschlagen, wie können wir die ökologische Anrufung, die ideologische Anrufung der Ökologie in diesem Zusammenhang denken. Das ist ja auch eine der großen Kraftressourcen des Whole Earth-Diskurses, weil man erstaunt vorsteht und sagt, das hatten wir ja alles schon. Das ist jetzt natürlich noch meine riesengroße Frage. Eigentlich müsste das Erich Hörl beantworten, weil er ja zur Ökologie arbeitet, aber das kannst du dann im nächsten Panel machen. Also ideologische Anrufung, ich nehme mir mal einfach einen kleinen Teil, damit hier vorne was passiert und ihr nicht alle rauskommt. Das finde ich erstmal einen richtig schönen Begriff, weil ich glaube, dass das da passiert, und ich kann auch, also dieses seltsame Ding, das habe ich noch selber nicht richtig verstanden, das ist mir auch eigentlich erst wirklich in Alex Slates Dia-Show klar geworden. Ich hatte immer früher nur festgestellt, dass es anstelle von einer politischen Zukunft oder einer politischen Utopie nur noch die Klimakatastrophe gibt. Ja, es gibt keine bessere Gesellschaft mehr, von der wir irgendwie jetzt als diese Modelle sind da nicht mehr draußen, sondern nur noch die Negation, die uns alle ängstlich zusammenhält. Und das ist schon was ich glaube ich auch erst langsam, was man erst langsam so sehen kann, und jetzt möchte man dann was sagen. Shit, why have we ever seen a picture of the whole earth? Ja, ich vielleicht so schräg auf eure Frage zu reagieren. Was mich, also auch gerade im Zusammenhang mit Katjas Überlegung zu dem Vermögen, nichts zu tun und zu dieser Ressource, die darin besteht, die auch dieser politischen Ressource, die darin besteht, da bestimmte dialektische Figuren auszuweichen, dass natürlich dass mir aufgefallen ist, wie, also was für ein Hyperaktivismus und was eine Hyperaktivität im Hinblick etwa auf Selbstbildung, Selbstausbildung, die Ausschöpfung von Potenzialen, die Entwicklung von
von der Persönlichkeit und so weiter, in dem Moment, in dem man die grobe Richtung erkannt hat und dann auch eingeschlagen hat, ausgebrochen ist. Und dass das ja weit entfernt davon ist, also auch nur in die Nähe eines bartlebischen einer bartlebischen Position zu kommen, sondern im Gegenteil, selbst dort, wo jede Form der auf Ökonomisierbarkeit, auf das Funktionieren in der technokratischen Gesellschaft und so weiter ausgerichtete oder verweigernde Form der Anthropologie sich da entwickelt, eine eigene Form von Produktivität entwickelt und von sozusagen auch der Notwendigkeit, auf jedes Handeln ein Folgehandeln folgen zu lassen, dass dort die Räder der Subjektivität ja nicht schön stehen, sondern es ist in einer permanenten auch letztlich auch Optimierung, vielleicht auch in einem anderen Sinne als im Moment, als die kapitalistische Vision erfordert, aber eine Optimierung angestrebt wird. Also schon durch die nicht aufgegebene Vorstellung, dass es da etwas zu erziehen gibt oder dass es da etwas zu formieren gibt oder dass es da etwas zu entwickeln gibt. Und da würde ich das, also ich glaube, da tut sich auf der Ebene der impliziten Anthropologie dieser auch kommunizierenden Gegenkultur so ein Abgrund auf. Nur ganz kurz, weil ich wollte vielleicht noch was zu Überdetermination sagen im Zusammenhang mit Denken eines Milieus oder wie sich. Weil wenn wir nochmal auf Agamben gucken, ich habe das Beispiel auch gesagt, um zu zeigen, wie versucht wird, mit ontologischen Vorschlägen auf ganz bestimmte Blockaden im Marxismus zum Beispiel zu reagieren, obwohl ich denke, dass Agamben damit, dass es schwierig ist, etwas damit überhaupt zu registrieren an der Frage des Politischen, außer natürlich ein riesiges Existenzial aufzumachen, das Sein ist untätig. Und es hat natürlich angesichts der Hysterie, der wir ausgesetzt sind, und gerade in Berlin, also diese Vorkommen, denkt man sich, also so schlimm hätte man sich selber in den 90er Jahren nicht vorgestellt, wo wir die ganze Zeit dazu Politik gemacht haben, Terrifizierung, Anrufung zur Selbstunternehmerisierung und so weiter, ist die Realität ja dann fast doch bösartiger, das muss man erstmal hinkriegen, als politische Dystopien. Trotzdem denke ich, dass das, was passiert, genau die Modulierung zwischen einem Aufruf zur Selbstunternehmerisierung und in ganz verschobenen, unterschiedlichen Graden, und das wäre ja auch die Aufgabe, eher das historisch konkret sich anzugucken, genau das, was du jetzt zum Beispiel mit deiner Arbeit zeigst, wie wird man permanent zum Lernen aufgefordert, also wie wird eigentlich diese Selbstunternehmerisierung eingesetzt und wie wird sie an anderen Punkten ausgesetzt? Also ich meine, wenn man dazu verpflichtet wird, auf dem Jobcenter einen Bewerbungskurs zu machen, hat der, obwohl er mit dem selbstunternehmerischen Vokabular arbeitet, des Klienten, der, was weiß ich, des Fitmachens für dies und das, hat er vollkommen stillstellende, entmündigende, fixierende Funktion. Also wir bewegen uns eigentlich in einer Gesellschaft, die in unterschiedlichen Graden an mehreren Polen anwächst. Also sie reartikuliert auch ganz harte Ausschlüsse, ganz disziplinäre Verhältnisse. Ich finde das wichtig, um wegzukommen von diesem, von der Disziplin zur Sicherheitsgesellschaft, von der industriellen zur immateriellen Arbeit. Ich finde, führt einen grundsätzlich zu ganz falschen Vorstellungen. Sie sind noch nicht mal dialektisch oder so. Es sind einfache, evolutionistische, kurzschlüssige Thesen. Man muss eigentlich sehen, wie eine Sicherheitslogik oder eine bestimmte Bildung zur Autonomie, also ein Regierungsdispositiv, was auf Selbstführung basiert, dazu in der Lage ist, hier historisch akkumulierte Mechanismen zu stärken, die aus ganz früheren Schichten kommen, also extrem autoritär und so weiter, um dieses sozusagen, und das denke ich, kann man ganz schick mit dem Begriff der Überdetermination, man kann auch andere Begriffe wählen, ausdrücken. Die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das Life Raft-Film nochmal gesehen habe und die dann sozusagen zurückgekehrt ist während deinem Vortrags, Katja, war ja, also ist das, was man da sieht,
vor allem gerade auch so kontextualisiert, wie Thomas kontextualisiert hat. Ist das, was dann später bei dir den Namen minoritäre Politik bekommt? Und was wäre in diesem Zusammenhang das Gegenteil von Scheitern? Also was wäre sozusagen, einmal gesagt, man soll die minoritären Bewegungen nicht mit ihrem Scheitern identifizieren. Ich denke, was wir eigentlich eher machen, ist, dass wir die minoritären Bewegungen dafür, also sozusagen die historischen minoritären Bewegungen, dass wir ihnen dafür böse sind, dass sie uns um ihr Scheitern betrogen haben und dass sie Erfolg gehabt haben. Und allerdings eben nicht unbedingt ein Erfolg einer größer gedachten Emanzipation wäre. Aber das ist ja nun aber auch gerade genau das, wie soll ich sagen, das Medium radikaler minoritärer Politik ist ja sozusagen nicht die große Spielzeit, sondern es ist ja eben gerade eine, die auf molekularer Ebene zugreift. Und da ist es ja dann eben möglicherweise so, dass sie sich ja auch ergeben hat als eine Alternative zu früheren, traditionelleren Formen von widerständiger, wenn man so will, organisierter Politik. Und dann sind sozusagen diese Erfolge des, woran dann natürlich auf einer Ebene wiederum ihr Scheitern besteht. Und die Frage ist also, wenn man sich das so konkret ansieht und konkret vorstellt, anhand so einer so tanzender Leute auf diesem Dach, die aber eingebunden sind in ein Erziehungsprojekt, in ein Sensualisierungsprojekt, in ein Projekt, an dem das auch teilweise irrsinnige Voraussetzungen hat, wo wäre da eigentlich der Erfolg, wo ist da eigentlich das Scheitern an dieser konkreten Stelle? Ich muss jetzt gegen Dietrich, die gegen Kultur verteidigen, auch sehr lustige Rolle. Also ich finde nicht, dass man das sagen kann, dass die Gegenkultur quasi, dass das Problem ist, dass sie nicht gescheitert werden, sondern gesiegt haben, weil jetzt mit dem fiesen Begriff der Selbstbestimmung bestraft sind, sondern da würde ich wirklich eben darauf bestehen, dass wir hier den Unterschied machen und wirklich De- und Reterritorialisierung gleichzeitig denken, weil damals hat der Begriff der Selbstbestimmung Sinn gemacht und nur weil er heute keinen Sinn mehr macht oder einen anderen Sinn macht, heißt das nicht, dass er damals nicht emanzipativ positiv ist und deswegen würde ich nicht sagen, da ist irgendwas gescheitert, sondern würde eben mit Katja auch sagen, also da muss man aufpassen, dass man nicht sozusagen der fiesen Macht mit einer evolutionären Logik ins Spiel oder in die Finger gerät. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da anfängt, zeitlich das genau zu sehen. Wenn die Leute komisch auf dem Dach herumtanzen, zu den Voraussetzungen, dann sieht das von heute natürlich auch erstmal wunderbar lächerlich aus, wie immer, wenn irgendwas vorbei, aber noch nah dran ist. Wenn es jetzt wieder 20 Jahre weiter weg ist, bei 80ern denkt man sich jetzt, mein Gott, sahen die damals cool aus. In den 90ern dachte man sich, oh mein Gott, wie peinlich ist das denn? Ich glaube, auch da sieht man einen positiven Moment. Da würde ich zum Beispiel sagen, die Idee, dass wir aus dieser Gesellschaft eine andere aufbauen können, indem sich einfach ein paar Leutchen zusammentun und anders benehmen, diese Kraft, die das hatte, die ist komplett verschwunden. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich sagen würde, auch hier, so Gegenkulturen sind nicht gescheitert, die haben im Moment einige Probleme, aber um die auszudiskutieren, sind wir ja hier.